Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von Gran Turismo 6. Und wie ihr schon sehen könnt, ich möchte mir ein neues Fahrzeug kaufen hier. Denn wir machen heute die Markenrennen und das erste Markenrennen ist ja sozusagen ein Prius Markencup. Und wir müssen uns einen Prius hier holen. Ja, ich wollte eigentlich die Farbe auswählen. Hier, welche Farbe können wir hier uns aussuchen? Also, wenn ich mir ein Prio hole, dann immer ein Weiß, weil Hybrid, ne, ist alles ja schön clean und deswegen immer schön Weiß hier nehmen als Farbe. Und ja, Doppelgarage, okay, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil wir das zweite Fahrzeug jetzt uns gekauft haben oder so, keine Ahnung. Und ja, wir können ja vielleicht hier noch was machen, weil, also vom Tuning her meine ich jetzt. Und, jo, das ist der Motor von dem Wagen. Ist ja, ist ein Hybrid, glaube ich, ne? Also Teil Motor, Teil Teil auch, keine Ahnung, Elektro. Und es ist übrigens GT Auto, genau. Wir können jetzt hier den Wagen ein bisschen hier, ne, pflegen hier. Und ich habe Bock, wieder alles hier durchzulesen. Ich mache das jetzt extra nur für euch. Wir machen einmal Ölwechsel hier. 250 Credits. Keine Ahnung, wie viel wir jetzt dazu bekommen haben. Das wird hier gar nicht angezeigt. Und das mehr brauchen wir auch nicht zu machen hier eigentlich. Vielleicht können wir noch hier Heckspoiler hinzufügen. Nee, ich habe auch hier keinen Bock, jetzt alles durchzulesen. Gut. Was kann man denn hier noch so alles bauen? Ich glaube, hier beim Prius kann man... Doch, kann man Heckspoiler dazu kaufen. Ja, nice. Wir werden mal hier die Sicht ändern. Ja. Ja, das ist ein bisschen too much. Also, ich zeige euch noch kurz, was man hier so alles kaufen kann. Man kann es auch benutzerdefiniert auch einstellen, was ich auch sehr mega nice cool finde. Sehr mega nice cool. Was war das für ein Wort jetzt gerade? Neue Felgen kann man hier auch holen. Würde ich aber jetzt auch, glaube ich, okay, die Felgen sehen scheiße aus. Aber ich glaube, die lasse ich doch Standard auch. Und was war das jetzt nochmal? Ich glaube, für Nitro kann man hier die Farben und so anpassen. Also ein bisschen RGB-Beleuchtung und alles, ne? Aber das werde ich auch jetzt nicht tun. So, das habe ich euch auch einmal kurz gezeigt. Ich möchte ja euch am liebsten alles hier zeigen vom Spiel. Und wir können aber jetzt auch hier teilnehmen. Ja. Ich hoffe, dass das sich lohnt, hier auch zu fahren. Weil wir haben jetzt... Wie viel haben wir ausgegeben? Ich habe gar nicht auf den Preis geachtet von dem Wagen. Aber wir haben schon über 20.000 auf jeden Fall ausgegeben. Und wir gewinnen jetzt nur irgendwie 8.000 oder so, habe ich da gerade gesehen. Also, eigentlich haben wir einen mega Verlust gemacht hier. Und ihr habt auch gesehen, da waren auch andere Fahrzeuge zugelassen. Unter anderem auch ein Rennfahrzeug könnten wir hier fahren. Aber natürlich fahren alle hier mit dem 2009er Modell. Oh, ja, der Wagen hört sich sehr interessant an. Und diesmal 9 Gegner, what? Endlich mehr Gegner hier. Ich glaube, wir dürfen nicht abkürzen hier wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung, ich habe jetzt gleich abgekürzt, glaube ich. Das war jetzt, für die Formel 1 war es ein bisschen zu viel wahrscheinlich, wie ich abgekürzt habe hier. Aber wir haben keine Strafe bekommen, das ist die Hauptsache. Und oh ja, der Wagen hört sich ja sehr, sehr nice an. Wenn wir... Ich hoffe, dass wir das First Fight jetzt gewinnen, weil die Fahrzeuge scheinen... Nee, wir sind ungefähr gleich schnell. Gut, dass ich Ölwechsel gemacht habe. Das hat uns bestimmt 2 LP mehr gebracht. Nice. Aber, ja, 8 Sekunden. Wir haben 3 Runden noch Zeit, also sollte kein Problem sein. Und sobald die ersten Kurven kommen, schon holen wir locker 2 Sekunden auf pro Kurve gefühlt. Von da ist es jetzt nicht so schlimm, dass wir so viel Rückstand aktuell haben. Ich bin aber immer so ein bisschen nervös, wenn ich so viel Rückstand habe. Mich da am liebsten sofort erste Runde alle überholen. Nee, aber ist dann nicht so spannend, natürlich, wenn ich alle überhole direkt. So, wir haben 8 Sekunden, wir hatten 8 Sekunden Rückstand gehabt. Ich glaube aber, wir haben nicht so viel aufgeholt, wahrscheinlich. Oder, wie viel haben wir jetzt? Wir sollten eine 7 Sekunden hoffentlich haben. Immer noch 8 Sekunden, okay. Hat sich jetzt nicht so viel verbessert. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall 4 Sekunden aufholen. Damit wir nur noch Chance, also für die komplette Runde, wenn wir... Sonst haben wir keine Chance hier. Und wenn wir hier keine Chance haben, dann muss ich hier, glaube ich, tunen. Also zumindest den Wagen ein bisschen. Okay. Aber jetzt haben wir großzügig aufgeholt. Und jetzt kriegen wir hier noch Windschatten auch noch. Ziemlich ordentlich. Aber der Erstplatz ist hundertprozentig voll getunt. Und auch hier, wenn ich das Rennen nicht gewinne, beziehungsweise unten in der Videobeschreibung findet ihr halt die ganzen Markierungen, wann ich welches Rennen gewinne oder wann ich Gold fahre auch. Okay, wir haben gut aufgeholt jetzt. Sehr gut aufgeholt sogar. Also abkürzen werde ich jetzt nicht. Kann man auch hier, glaube ich, auf dieser Strecke nicht so gut.
So, ich hoffe, dass wir jetzt gleich 4 Sekunden haben. Ich hätte am liebsten von denen noch Windschatten bekommen, ey. Oha, die Reifen qualmen sogar auch. Krass. So, jetzt, wie viel Rückstand haben wir jetzt? Warum sind die ersten zwei so weit vorne? Warum? Kann mir das einer beantworten? So, ich glaube aber, das sind mehr als 4 Sekunden, oder? Leider, ja. Wir haben nur nicht mal 3 Sekunden aufgeholt. Okay, ich übertreibe das aber jetzt so richtig. Sorry. Aber, hä, die gehen aber mit Absicht vom Gas, glaube ich, weil, guck mal, wir haben extrem Gas aufgeholt. Okay, weil ich auch die erste Kurve auch gleich abgekürzt habe und, komm, was mache ich auch hier das Gleiche. Okay, ich wollte schon fast aufgeben, aber ich glaube, wir haben noch eine Chance. So, jetzt hier schön Windschatten nehmen. Auf jeden Fall Windschatten nehmen und gleich jetzt hier in Dive-Bomben. Und dann haben wir es doch noch geschafft. Okay, wundert mich ein bisschen. Vielleicht sind die mit Absicht ein bisschen langsamer gefahren dann auch. So, und überholen, Dive-Bomben hier. Wir müssen uns gleich wieder ein Auto kaufen. Also habt ihr gesehen, eine GT86-Meisterschaft, aber die könnten wir auch mit einem BRZ, also von Subaru, oder auch ein Sion, keine Ahnung, wie der Wagen nochmal, wie das Modell nochmal heißt. Von dem Wagen. So. Ja, wir müssen jetzt auf hinten achten, aber das sollten wir eigentlich locker flockig hier schaffen jetzt. Easy peasy wieder mal. Und Victory, okay. Und übrigens, die Abkürzung, die in Anführungszeichen Abkürzung am Anfang, war doch nicht so schnell, weil wir haben keine neue Bestzeit gefahren. Ja, also habe ich da sogar Zeit verloren wahrscheinlich in der ersten Kurve. Und nur 7300 gewinnen wir. Ja, nice. Richtig viel, ey. Gut, dann fahren wir mal das nächste Rennen. Wir müssen aber nochmal uns ein Auto kaufen. So, was nehmen wir? GT86 oder BRZ? Wir können übrigens eine Fahrzeugsuche hier machen. Ja. Wir machen jetzt hier mal hier Hersteller. Warte, erstmal Japan. Das mache ich jetzt nochmal ganz schnell. Toyota. Da bist du. Und wir machen noch FR. Und das war's. Das sollten wir also auch sofort finden eigentlich. Da sind die Fahrzeuge auch schon. Okay, 403 LP. Hä, die Rennwagen haben sogar weniger LP als das Straßenmodell. Das geht, hä, okay. Aber das ist hier das Racing-Modell auch sogar. Von 2003. Ja, komm. Holen wir uns das Racing-Modell. 28.000 ist jetzt auch nicht die Welt. Und wisst ihr was? Komm, nehmen wir auch mal weiß. Ich glaube, weißes Auto haben wir auch noch aktuell nicht. Und auch hier machen wir Ölwechsel. Weil ich habe gemerkt, das wird ein bisschen knapp hier. Amateursammler, okay. Auch interessant. Gut. Ja, bitte verwenden. Ich muss auch gleich achten. Ich weiß gar nicht, wie viel LP da maximal zugelassen sind. Ich guck mal kurz nach, wie viel LP wir hier maximal setzen dürfen. Ach, 430? Da brauche ich ja, glaube ich, nicht mal Ölwechsel zu machen. Komm, da sparen wir ein bisschen Zeit auch. Und ja, dann gib ihn. Los geht's! Ich bin aufgeregt, aber so richtig. Oh, und ich muss mich mal kurz strecken hier. Guck mal, Leon. Heißt einer von euch Leon? Ja, ich kenne einige Leons. Ein Abonnent hier heißt ja auch Leon. So. Ich glaube, das sollten wir auch schaffen eigentlich. Hoffe ich mir mal wieder mal. Ja, hier. Bitte die Daumen drücken. Hoffentlich schaffen wir das First Try. Das ist eigentlich das Besondere an dem Wagen hier, was wir hier fahren. Das ist das 2013er Modell. Und wir holen gut auf. Wir können ja auch ein bisschen Cockpit fahren jetzt hier. Ich habe vergessen, ein frühes Cockpit zu fahren. Und oh, die Besonderheit sehe ich jetzt sofort. Wir haben einen Überrollkäfig hier. Also falls wir uns überschlagen, sollte uns hoffentlich nichts passieren, weil wir so einen Überrollkäfig hier haben. Und ja, dadurch ist der Wagen ja stabiler auch. Und wenn wir uns überschlagen und auf dem Dach landen, dann ist die Gefahr nicht mehr so groß, dass der Wagen halt komplett platt gedrückt wird. Das ist ja halt so bei den alten Fahrzeugen, so 60er Fahrzeugen oder 70er Rennfahrzeugen, da gab es ja halt noch keine Überholkäfig. Und immer wenn die da Überschlag machen und auf dem Dach landen, dann zu 90% der Fälle Rest in Peace an den Fahrer leider.
Aber zum Glück hat sich hier Motorsport ja richtig gut verbessert, wie ich finde. Es kamen ja in letzter Zeit ja auch einige schlimme Unfälle, vor allem hier Romain Grosjeans Unfall 2020 in Bahrain, wo ich wirklich gedacht habe, der hat es nicht überlebt. Der hat es überlebt, den Unfall, und das dank Halo auch noch. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich war anfangs nicht so der Freund von Halo gewesen. Also Halo übrigens, dieses, ja, was sag ich da, wie kann man es am besten beschreiben? Halt vom Fahrerkopf, dieses Bügel da, was auch immer das ist, ne? Das ist halt Halo, und dank Halo hat Romain Grosjeans den Unfall auch überlebt, und ja, allgemein auch, ne? Die Autos sind total sicherer geworden. Dennoch besteht immer noch die Möglichkeit, dass einige Fahrer Unfälle nicht überleben. Letztes Beispiel war ja der Antoine Hubert, der 2019 leider gestorben ist, Formel-2-Fahrer. Viele haben gemeint, dass er halt ein Talent ist. Der hätte locker für die Formel 1 auch fahren können. Hat leider in Spa einen fürchterlichen Unfall gehabt und dabei ums Leben gekommen. Und ja, auch dennoch Motorsport total gefährlich. Ich glaube wirklich die gefährlichste Sportart überhaupt hier wahrscheinlich immer noch. Ich weiß jetzt nicht, ob was noch Schlimmeres, gefährlicheres gibt als ja, als Motorsport. Ja, Motorradsport auf jeden Fall noch gefährlicher. Auch da zum Glück alles ein bisschen sicherer geworden. Vor allem die Strecken sind ja sicherer auch geworden. Das trägt auch zum Teil auch, dass halt so wenige Unfälle, tödliche Unfälle kommen, weil die Strecken ja sicherer geworden sind. Gutes Beispiel auch jetzt hier Fuji. Wir haben so krasse Auslaufzonen hier, und Fuji war damals so die gefährlichste Strecke überhaupt, so von 1980 oder so. Das war noch vorher die gefährlichste Strecke. Jetzt ist es fast schon die sicherste Strecke weltweit hier, ne? Also so krass, so ein Upgrade bekommen hier die Strecke. Leider hat es aber auch dadurch etwas von Charakteristik verloren, weil ich fand die 90er-Variante von Fuji, wie in GT4 zum Beispiel, die 90er- oder 80er-Variante, von der Umgebung her schöner, mehr so oldschool auch. Zwar war das Layout total langweilig, es gab irgendwie nur gefühlt 3 Kurven oder so. Und hier gibt es ja einige mehr Kurven auch, aber von der Umgebung her, klar, okay, die Berge sehen hier echt schön aus, dennoch hat es etwas von Charakteristik verloren, wie ich finde, die Strecke. Aber vor allem, wenn man halt die Stadt-Ziellinie fährt und dann da vorne Mount Fuji sieht, also den Berg, also so heißt es, glaube ich, der Berg, oder? Das ist schon echt sehr nice anzusehen, definitiv. So, und wir sind jetzt auch schon Erster. Sehr cool. Und wisst ihr was? Ich habe irgendwie Bock, heute ein paar Lizenzprüfungen auch zu machen. Wir werden jetzt nach dem Markenrennen uns noch die Lizenz holen, alles Gold machen. Weil dann haben wir ja auch, gewinnen wir noch mehr Autos, weil ich habe gesehen, die nächste Meisterschaft ist die FR-Meisterschaft. Und ja, okay, wir haben zwar jetzt das Fahrzeug hier und das, was wir noch letzten Part gewonnen haben, dieses Plymouth, wie auch immer da war, die Marke ausgesprochen wird, beim Goodwood Festival. Ich glaube, der Wagen ist aber auch zu lahmarschig für die Meisterschaft. Und komm, wir fahren mal wieder in der Perspektive hier. Ja, hier, das meine ich ja. Vorne ist das Mount Fuji? Okay, ich glaube, hinten war Mount Fuji, meine ich, oder? Weil das ist, hier sehe ich, ja, schon zwar Gebirge auch, aber ich glaube, hinten war Mount Fuji gewesen. Und oh mein Gott, der hat uns überholt. What the fuck? Ist auch ein BRZ. Sehr krass. Aber nochmal zurück zur Sicherheit. Also ich finde definitiv, die Sicherheit hat sich deutlich verbessert, zum Glück. Und vor 20 Jahren hätten wir deutlich mehr tödliche Unfälle auch gehabt. Also es war ja eigentlich schon fast Alltag für die Formel 1 Fahrer aus dem 60er Bereich so. War es eigentlich schon für die fast Alltag, dass nach jedem dritten Rennen einer gestorben ist. Also die Rennfahrer von damals, die waren so abgehärtet, also wirklich. Also die hatten so große Eier. Also die Rennfahrer heutzutage immer noch, klar, natürlich, ne. Aber damals, als die Autos einfach total unsicher waren, ey, Respekt an die Rennfahrer, dass sie sich das getraut haben, das weiterhin zu machen, obwohl nach jedem dritten Rennen halt ein Fahrer gestorben ist. Also das ist einfach heftig. Und vor allem Niki Lauda, ne, der hat ja diesen Feuerunfall gehabt auf dem Nürburgring und der war ja fast gestorben. Er hat ja, glaube ich, auch in einem Interview gesagt, dass er die letzte Spritze bekommen hat, weil die Ärzte, also die letzte Spritze für keine Ahnung was,
weil die Ärzte geglaubt haben, dass er das nicht mehr überleben wird, und der hat's überlebt. Und schon nach 6 Wochen hat er dann wieder angefangen zu fahren, obwohl er immer noch Narben hatte, immer noch Brandnarben und alles, ne? Und einfach, also ich weiß nicht, was die 70er Rennfahrer genommen haben an Drogen oder so, also die waren wirklich, also ohne Mist Respekt an die Rennfahrer von damals, ne? Also das ist schon echt heftig. So, wir haben aber dieses Rennen hier souverän auch gewonnen jetzt. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt gleich die Lizenzprüfung auch. Und haben dann die Möglichkeit, ich glaube, 2 Autos auch zu gewinnen. Sehr nice. Ich finde auch die Markenrennen ein bisschen unnötig, um ehrlich zu sein. Also auch ein bisschen von GT4 angelehnt, die Markenrennen. Aber guck mal, wir müssen uns hier diese Autos kaufen. Also ich habe jetzt für den Wagen hier 28.000 ausgegeben und wir gewinnen nur 7.000. Also das ist... Ja, naja. Und je weiter wir vorankommen, desto mehr kosten die Fahrzeuge auch dann für die Markenrennen. Naja, naja. Man merkt, ich bin nicht so der große Fan davon. So, und wir holen uns jetzt die National-A-Lizenz. Das sind wieder 5 Prüfungen. Und ja, gib ihn. Komm, wir machen direkt weiter hier. So, könnt ihr euch in Ruhe lesen hier die Beschreibung. Kein Bock, wieder das alles vorzulesen. Meine Leseskills sind halt nicht so toll. Deswegen, sorry. Oh, ich strecke mich wieder mal ganz kurz. Und wir machen hier direkt die Traktionskontrolle aus. Ich mache das richtig schnell jetzt. Speedrun-Methode. Bam, 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 bam. Ja. Ich muss mal vielleicht mal einen Speedrun versuchen. Irgendein anderes Modell. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt so ähnliche Speedruns zu Gran Turismo 6 auch gibt. Ich weiß, es gibt halt für Gran Turismo 4 und Gran Turismo 3 verschiedene Speedrun-Kategorien. Für Gran Turismo 3 war das so gewesen, wenn du die erste Weltmeisterschaft gewonnen hast, dann hast du ja sozusagen das Spiel ja durchgespielt, zwar nicht zu 100%, aber da kommt ja halt der Endfilm auch schon. Dementsprechend, ja, kann man das schon als Durchspielen bezeichnen, und da dauert so ein Speedrun, Gran Turismo 3 Speedrun, glaube ich, 2 oder 3 Stunden ungefähr. Das gleiche auch bei GT4, wenn man da auch die Weltmeisterschaft gewonnen hat, hat man das Spiel sozusagen auch durchgespielt. So, hier für euch die Beschreibung und weiter geht's. Bei GT5 dauert das ein bisschen länger, weil die Weltmeisterschaft, die kommt ja relativ spät erst, und du musst auch das Level erreichen und die Lizenzprüfung als Pipapo machen, ne? Und bei Gran Turismo 3 war es ja nur so, da bräuchtest du eigentlich nur die ersten 2 Lizenzen, um das Spiel ja in Anführungszeichen durchzuspielen, wenn man die erste Weltmeisterschaft gewinnt. Ja. Okay, eine Kurve müssen wir noch fahren hier. Sehr nice. Aber ich hasse eigentlich so kurze Prüfungen. Weil da muss man halt meistens die Prüfungen perfekt fahren auch. Oh, ja, Mittelmotorfahrzeuge, und das Heck ist ein bisschen loser als sonst. Und, ah, schade, nicht ganz geschafft. Müssen wir nochmal versuchen. Mittelmotorfahrzeuge mag ich nicht so sehr. So, aber diesmal schaffen wir das, oder? Jo, wir schaffen das. Kennen die jüngeren Zuschauer eigentlich Bob der Baumeister? Also, als ich noch klein war, habe ich ja Bob der Baumeister geguckt. Vor 18 Jahren oder so. Und, läuft überhaupt Bob der Baumeister heutzutage noch im Fernsehen? Ich glaube nicht, ne? So die älteren Sachen, so Thomas die Lokomotive, wo ich übrigens immer in der Schule gemobbt wurde, in der Grundschule, weil ich halt so heiße, Thomas auch, läuft ja, glaube ich, heutzutage auch nicht mehr so richtig im Fernsehen. Ich gucke aber auch jetzt nicht so Togolino aktuell, deswegen weiß ich das auch gar nicht. Aber damals hieß es ja Togolino, ich weiß gar nicht, wie es heute heißt, also hier dieser... Morgensprogramm von Super RTL. Ich glaube, Super RTL heißt heutzutage nicht mehr Super RTL, sondern Togo einfach. Das hat mir einer von euch gesagt. Ich glaube, das war doch der Leon auch gewesen. Der hat gesagt, dass Super RTL heute nicht mehr so existiert. Und das VTech Kicket Yo Sound, ey. Scheiße, ich hätte hochschalten müssen. Okay, ja, läuft eigentlich. Ich glaube, das war ja okay jetzt, ne? Jawohl. Hätte eigentlich deutlich besser auch die Kurve nehmen können. Muss mich aber an den Wagen gewöhnen. Ist auch ein Fronttriebler, ne? Aber wir sind schon sehr viel mit dem Fronttriebler in diesem Let's Play jetzt aktuell gefahren. So. Und wieder Motegi.
Diesmal die komplette Variante, aber wir fahren ja nur einen Teil dieser Strecke. Ich habe vergessen, euch die Beschreibung zu zeigen, deswegen zeige ich euch das nochmal ganz kurz gekonnt hier. So, hier einmal, bitteschön. Könnt ihr euch hier auch die Tipps auch durchlesen einmal. Und wir werden auch hier einmal die Gaskontrolle ausmachen. Ich liebe diese Musik hier. Auch eine schöne Strecke, wie ich eigentlich finde. Nur ich glaube, heutzutage wird auf der Ovalstrecke kein Rennen mehr gefahren, weil hier gab es vor einigen Jahren halt ein Erdbeben. Und seitdem ist die Ovalstrecke leider kaputt. Schrott. Oh, das war aber knapp. Ist leider die Ovalstrecke Schrott gegangen und weswegen man hier jetzt nicht mehr... Oh, ich habe einen Anruf. Einen Augenblick bitte. Ja, und da bin ich wieder. Musste kurz eben ein paar Dinge schleppen, weswegen ich noch aus der Puste bin, aber so schlimm ist das gerade nicht. Gut, das ist die letzte Prüfung jetzt und weiter geht's. Wir sehen jetzt wieder Apricot Hill. Ich glaube, im ersten Part haben wir die Strecke kurz gesehen. Also, nichts Neues hier, aber ich glaube, es gibt hier bei dieser Prüfung eine Besonderheit. Das werden wir auch gleich sehen, glaube ich. Und, jawohl, die Strecke ist dunkel. Ist auch eine Besonderheit hier an der Strecke. Und zwar dynamisches Tag- und Nachtwechsel. Das bietet hier die Strecke und, ja, ist relativ dunkel hier, ne, die Strecke. Und, ja, gib ihm, wir müssen jetzt hier unser Bestes geben. Ich meine, das ist schon eine anspruchsvolle Prüfung, glaube ich auch, oder? Keine Ahnung. Aber der Wagen ist übrigens unglaublich gut zu fahren und den Wagen gibt es auch in GT5, aber auch wiederum als DLC nur. Aber hier schon seit Anfang an dabei in GT6 und das halt nicht als DLC oder so, sondern man kann es direkt auch holen. So, komm, letzte Kurve kann ich Vollgas geben, oder? Ja, nicht ganz, schade. Und, schaffen wir Gold? Leider nicht, ganz knapp nur, aber komm, noch einmal und dann sollten wir es diesmal schaffen jetzt hier auch. Bing! Gut, einmal hier den Geist deaktivieren. Und weiter geht's. Diesmal schaffen wir das. Also der Wagen hat übrigens unglaublich viel Anpressdruck. Oh, ja, aber was ich hier mache, ist auch nicht gut. Darf jetzt auch nicht übertreiben, aber der hat wirklich viel Anpressdruck. Das heißt also, der kann wirklich lenken bis zum geht nicht mehr. Also der ist echt super, der Wagen zu fahren eigentlich. Eigentlich, ich darf aber jetzt ja nur nicht verkacken jetzt. Und vom Motorsound her geht sogar auch einigermaßen, muss ich sagen. Also, hört sich jetzt nicht schlecht an, aber auch nicht realistisch, glaube ich. So. Ja, jetzt bin ich ein bisschen schneller jetzt. Und hier muss man leicht lupfen, meine ich. Okay, leicht gelupft und ja, diesmal schaffen wir das auch. Sehr nice. Und auch hier Victory. Jetzt sollten wir auch, glaube ich, zwei Autos bekommen. Gut. So, dann schauen wir mal jetzt, was für ein Auto wir gewinnen hier. Also nicht nur ein Auto, sondern wie gesagt, mehrere Autos gewinnen wir auch hier. Erstmal die Lizenz auch. Wir können jetzt auch die National A-Lizenz, also beziehungsweise jetzt auch die, ja, ihr wisst schon, die Meisterschaften fahren. Und, oh, ein Honda S2000. Das ist sehr nice, ja, definitiv. Welche Farbe haben wir denn noch nicht? Also wir haben eigentlich fast alle Farben. Ich glaube nur schwarz noch nicht. Deswegen ja, holen wir uns den Wagen jetzt in schwarz. Und wir gewinnen noch ein Auto. Ich hoffe, ein gutes Fahrzeug auch. Werde ich jetzt noch nicht nehmen. Und? Oh, ein KTM. Ist auch ein Hacktreeper, ne? Aber ach, ich mag den Wagen nicht so fahren. Aber komm, natürlich nehmen wir hier Orange auch. Auch an sich eigentlich ein schönes Fahrzeug, auch von Aussehen her finde ich den Wagen recht schick auch, ne, aber trotzdem, ja. Ne, ich möchte ihn nicht jetzt verwenden, denn ich würde sagen, wir moderieren jetzt schon mal ab hier. Haben noch hier vier Meisterschaften, die wir hier fahren müssen, FR, japanische 90er und die anderen zwei hier. Und
Ja, dann gehen wir hier raus. Nationallizenz, Munderkundung. Oh, die offene Lobby, schnelles Spiel und Community-Funktionen sind jetzt verfügbar. Bei der Munderkundung können Sie mit dem Lunar Roving Vehicle durch die Rimmer Hadley fahren. Hadley, ja. Erleben Sie, wie es sich für die Astronauten der Apollo 15 Mission angefühlt hat, sich außerhalb ihrer Landefähre zu bewegen. Ja, offene Lobby können wir nicht mehr spielen, weil Server nicht mehr online ist und so weiter, was auch echt schade ist. Und ja, stimmt, wir haben jetzt die Munderkundung freigeschaltet. Heißt also, im nächsten Part werden wir hier die Munderkundung machen. Das wird auf jeden Fall richtig lustig. Und wenn wir schon hier sind, ich glaube, unter Status können wir sehen, genau, 16% haben wir schon durch, nach nur 6 Parts. Also es geht ja richtig schnell voran. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, ciao, ciao.